Hallihallo und willkommen zur 14. Folge des FIFA 14 Karrieremodus. Und ja, zunächst einmal lehnen wir ganz wie die internationale Angebote von Nationalmannschaften ab, die wir bekommen hatten über die letzten Wochen und Monate. Aber so richtig davon hat mich jetzt niemand gereizt. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren da lassen, wollt ihr überhaupt, dass ich eine Nationalmannschaft manage in dem Karrieremodus oder soll ich mich voll auf die Hertha konzentrieren? Und falls ja, ja, welche Nationalmannschaft würde euch denn reizen? Welche sollte ich annehmen, falls ein Angebot kommt? Wenn ihr jetzt sagt, boah, Deutschland, Angebot, das sollst du sofort annehmen, dann lasst es mich wissen. Wenn es irgendeine andere Nationalmannschaft sein soll, lasst es mich wissen. Wenn ich gar keine annehmen soll und einfach schön mit der Hertha weiterspielen soll, wir sind zurzeit auf Platz Nummer 5 und spielen diese Partie hier zu Hause gegen Hannover. Wie gesagt, wenn ich keine annehmen soll, dann lasst es mich ebenfalls wissen. Wir hatten heute einen etwas anderen Sturm in dem Spiel. Mit Gernd, Albi und Lazzaro ein, ja, eher zweiter Gardesturm. Denn der erste musste nach den letzten drei Partien spätestens mal wieder etwas sich ausruhen. Und von daher, ja, mussten wir halt mit dem Sturm vorlieb nehmen. Auch kein allzu schlechter Sturm, aber jetzt auch nichts, was einen völlig von den Socken hauen würde. Lazzaro hier mit der dicksten Chance in der ersten Halbzeit, sein Flachschuss. Ich hatte es ja schon mal angekündigt. Oder gesagt, falls ich es noch nicht selbst auswundere. Diese Flachschüsse sind meistens einfach unfassbar gefährlich, weil mit Flachschüssen haben die Keeper, zumindest vor dem Patch, große Probleme gehabt. Wie es danach ist, kann ich euch nicht sagen, denn auch wenn das Video jetzt ziemlich spät jetzt zum Datum her hochkommt, ja, ich frage euch, ey, der Patch war doch schon, oder in der Zeit vielleicht schon der 5. oder 6. Patch, der noch war, wo ich weg bin, aber ich bin ja, wo das Video hoch ist, oder auch hochgeladen ist, bin ich ja zurzeit in Amerika und habe ja einfach nur im Voraus aufgenommen. Und von daher keine Ahnung, was so in den letzten Wochen, oder besser gesagt in den letzten 10 Tagen oder 8, 9, 7, 6, wie auch immer in den letzten Tagen, in der letzten Woche passiert ist, kann ich nicht so sagen. Wir gehen 1-0 in Führung durch Gernd, aber das ist doch genauso schnell wieder weg, denn Christian Panda trifft hier per Kopf und das war schon ein sensationeller Kopf, weil ich glaube, er war irgendwie abgefälscht, aber das war ein perfekter Kopfball dann an sich. Den konnte kein Keeper mehr halten, vor allem dann nicht unser Keeper mehr. Aber wir haben ja auf links Schulz, der in letzter Zeit immer wieder für Torvorlagen gut ist. Auch die Flanke ist gut. Ball kommt zu Ibi, aber sein Seitfallzieher geht letztlich doch ein ganz, ganz gutes Stück vorbei. Und so wurde die Zeit langsam knapp. Wollten wir gewinnen, brauchten wir natürlich noch ein Tor. Und dann war die Chance da. Lazzaro alleine vor Zieler. Aber Zieler bleibt Sieger und ist ein ähnlicher Torwarttyp in FIFA auf jeden Fall, wie Testing ja auch bei sehr, sehr guten Keeper, gegen die man meistens etwas am Verzweifeln ist, wenn man nicht gerade ein bisschen Glück hat mit seinen Abschlüssen. Vandenberg mit dem nächsten Versuch, der heute als Rechtsverteidiger aktiv. Aber auch der geht drüber. Und so spielen wir am Ende nur, in Anführungsstrichen, 1-1 gegen Hannover. Zu Hause könnte man versuchen zu gewinnen gegen Hannover. Aber letztlich gesehen natürlich trotzdem ein ordentliches Ergebnis und wir sind weiterhin ohne Niederlage. Ich habe jetzt mindestens schon 7 oder 8 Partien in Folge, die wir noch nicht verloren haben. Aber ihr seht auch, wir hätten das Ganze hier eigentlich gewinnen sollen. Einen einzigen Schuss hatte Hannover in dem ganzen Spiel. Wir hatten 11 an der Zahl, 5 aufs Tor. Also da hätte gut und gern noch ein zweiter reingehen können, vielleicht sogar müssen. Und von daher nur ein 1-1, muss man sagen. Und damit natürlich auch wieder vor allem wir ein bisschen wieder zurück in Sachen internationale Plätze. Es sah ja gerade ein bisschen so aus, als können wir tatsächlich sogar Richtung Champions League schielen. Auch wenn ich das nicht wirklich machen will, während wir Trainer des Monats geworden sind. Ey, yay! Und von daher vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir mal ein bisschen ein bisschen jetzt nicht ganz so gutes Ergebnis erzielen. Aber letztlich soll es ja egal sein, wo wir am Ende landen. Jedes Ergebnis wird nächstes Jahr auf jeden Fall eine klasse Saison und sollte auf jeden Fall nächste Saison uns mehr Geld bringen und ein noch geileres Team aufbauen. Ihr habt gesehen, Malanda leider 2 Wochen verletzt, hat sich bei seinem Spiel für Belgien verletzt. Das heißt natürlich, dass wir mit Bakary und Malanda 2 anscheinend Nationalspieler haben für Belgien, obwohl sie nicht so eine hohe Bewertung haben. Also interessant zu sehen, dass die da eingesetzt werden. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil vom belgischen Trainer. Dankeschön dafür, ne? Und dann ging es die nächste Partie gegen 1899 Hoffenheim. Und Hoffenheim meistens ein ziemlich ordentlicher Gegner in FIFA auf jeden Fall mal. Von daher, die haben immer einen ziemlich starken Angriff defensiv gesehen, meistens nicht allzu überragend. Erste Chance, Jesse Rodriguez scheitert aber an Kohn Castells, der heute mal im Tor ist, sonst trifft man die öfter mal auf Wiese, zumindest der Karrieremodus, ne? Dann ist es Benatira auf, na klar, Bakali, der Mann der Stunde, wenn man so will. Und auch in diesem Spiel und in dieser Episode trifft er wieder 9. Saisontor jetzt schon mittlerweile. Und der Junge, 18-Jährige mittlerweile, würde ich sagen,
Eröffnet also den Torregen oder Torreigen, besser gesagt, Benatira mit der Vorlage und das 1:0. Und danach ging es ebenfalls gut weiter. Jesse Rodriguez für Enes Benatira, der versucht nochmal Bakalli anzuspielen. Bakalli geht vorbei an Castells und der Doppelpack ist mal wieder perfekt. 10. Saisontor jetzt doch schon mittlerweile. Der schnelle Doppelschlag durch Zakaria Bakalli geht hier wunderbar vorbei an Castells und muss dann nur noch einschieben und macht das natürlich ohne Probleme. Das 2:0 und es sah sehr, 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 sehr gut aus, muss man ja sagen. Mittlerweile schon die zweite Halbzeit und Hoffenheim hat noch nichts auf die Reihe bekommen. Volland mit dem nächsten Fehler. Bakalli für Rodriguez, der probiert es ja mal mit einem Seitfallzieher, aber das war dann kein Problem für Castells im Tor. Und von daher blieb es erstmal beim 2:0. Allerdings der Abschlag nicht allzu gut und Langkamp gewinnt hier natürlich das Kopfduell gegen Volland zumindest mal so halb. Aber trotzdem läuft der Gegenangriff für Hoffenheim. Es sah alles nach der ersten richtigen Chance für Hoffenheim aus. Und wie spielt man eine allererste Chance aus? Genauso. Und dann diese Monsterparade von Capino im Tor. Da hat er uns wirklich den Arsch gerettet. Wäre der Ball reingegangen. Wer weiß, was noch passiert wäre direkt hintereinander. Aber naja, es war dann auch egal, denn Langkamp leitet den Ball dann ins eigene Tor ab. Teska also direkt nach in der nachfolgenden Ecke mit dem Ausgleich. Capinos wunderbare Parade von daher wieder fehlgeschlagen. Den hätte er natürlich gehabt. Aber Langkamp fälscht ihn unhaltbar ab. Und so steht es 2:1. Aber es ist letztlich egal. 2:1 endet die Partie. Am Ende mal Malanda wieder eingewechselt. Der war wieder fit. Die 2 Wochen waren lange vergangen durch internationale Spiele. Und von daher alles kein Problem. Wir gewinnen 2:1 und haben damit natürlich den nächsten Sieg in der Tasche. Ich denke, man verdient der Sieg. War das auf jeden Fall. Und wir können uns mit voller Vorfreude auch auf das letzte Spiel einstellen gegen Bayern 04. Und wenn wir uns zurückerinnern, im Hinspiel haben wir meiner Meinung nach 4:0 oder 4:1 gewonnen. Da hatte Leno einen ganz schön schlechten Tag erwischt und hat, glaube ich, sich 2 Fehler oder so erlaubt, die am Ende zu Gegentoren führten. Und dadurch der eigenen Mannschaft natürlich den Sieg verwehrt. Aber diesmal sind wir quasi noch stärker, als wir es damals waren, als wir das 4:0 eingefahren haben. Mittlerweile sind wir noch stärker. Ich kenne mich noch besser mit dem Team aus. Und deswegen sollte das auf jeden Fall eine ziemlich interessante Partie werden. Leverkusen auf Platz 7, wir auf Platz 4. Damit will Leverkusen natürlich auch mindestens mal zu Hause gegen uns gewinnen, um den Abstand wieder etwas zu verringern, würde ich behaupten. Auf uns, um uns doch noch einzuholen. Bakalli, das war ja schon die erste und beste Chance bis zu diesem Zeitpunkt. Gut, es war jetzt noch nicht so lange gespielt, aber wenn nicht so eine Chance am Anfang reinscheint, dann kann man sich vielleicht denken, dass nicht so Monsterchancen da sind. Bis auf diese Jesse Rodriguez an den Pfosten, das hätte schon gut und gerne das 1:0 sein müssen. Ball geht aber nur an den Pfosten. Stattdessen halt direkt danach erste Chance für Leverkusen. Und was für eine Kießling. Schulz rettet und dann nochmal Castro und wieder rettet Schulz. Und Ball bleibt weiter heiß. Aber am Ende ist Capino rechtzeitig unten. Also dicke, dicke Chance für Leverkusen auf der anderen Seite. Und direkt hinterher wieder Aaron Hunt. Wieder alleine Richtung Tor. Und wieder irgendwer dazwischen. Malanda und dann wieder Schulz dazwischen. Also Schulz hatte wirklich den Rettertag überhaupt für sich beansprucht. Mittlerweile schon der 75. Minute, viel ging nicht, aber dann die Chance in der Mitte für Lazaro, der den Ball leider nicht bekommt. Flanke war zu schlecht. Stattdessen Hosogai mit dem Versuch. Leno ist da und auch danach erstmal keine Gefahr. Malanda allerdings dann nochmal mit dem Dribbling hier. Mit etwas Glück kann er den Ball behaupten. Er ist nicht gerade, ja, ist kein Zinedine Zidane am Ball, wenn er mal den Ball hat, aber er ist natürlich ein krasser Abräumer und auch ein guter Kopfballspieler. Die Flanke ist in Ordnung, aber Leno ohne Probleme. Viel Zeit blieb dann nicht mehr, um hier nochmal den nächsten Sieg einzufahren. Lazaro mit dem Versuch, aber der Ball geht dann doch schon ein ganz gutes Stück vorbei. Und es deutete alles auf ein Unentschieden hin, dass es am Ende dann noch wurde. Das heißt, dieser Peloso 2 Unentschieden, ein Sieg, aber mal wieder keine Niederlage. Das heißt, unsere ungeschlagene Serie läuft weiterhin und es sieht sehr, sehr gut aus. Und warum sollte die plötzlich jetzt auf einmal enden? Ich meine, wir haben gegen die Bayern Unentschieden geschafft, jetzt gegen Leverkusen. Wieso sollte die so bald enden? Ein abschließender Mannschaftsbericht für diese Episode wird das Ganze dann quasi abrunden. Brooks immer noch einer der höchstwerten Spieler, Malanda und Schulz beide auf 72. Bakalli mittlerweile jetzt auch hochverdient auf 75 gestiegen. Ich meine, genau wie Benatira und Rodriguez, unser ganzer Sturm auf 75 ist auch geil. Ich meine, hat auf jeden Fall verdient. Bakalli mittlerweile zeigt er doch das, was ich von ihm erwartet habe und was er halt auch wirklich kann. Wenn es dir gefallen hat, würde ich natürlich über eine Wertung von euch freuen. Ansonsten hören wir uns hoffentlich natürlich beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, lasst mich wissen, ob und welche Nationalmannschaft ich managen sollte, falls ein Angebot kommt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.